Und da sind wir wieder back mit Far Cry 5 und ich werde jetzt einen, wow, ein bisschen angeln gehen. Das wollten wir jetzt eben noch machen. Wir haben die Angel hier aufgepickt und jetzt raschst du mal aus. Oh, wart. Hört auf mich zu stören, ich angel hier gerade was, Schissel. Ist das der Ding? Nee. Achso, ja, ich muss ein bisschen, oh, guck mal, der Boomer wieder. Boomer, Vorsicht, es gibt drei. Boomer, Achtung. Ja. Man muss halt auch richtig Geräusche machen beim Angeln, sonst kriegst du den. Boah, das ist ein ganz fetter. Komm! Der ist so leicht. Befähig. Ja! Regenbogenforelle, hast du es gesehen? Bümerchen, was ein Riesenvieh. So, direkt da hinten hin, da war nämlich was. Ja, komm her. Ja! Oh, sehr gut. Oha. Okay, hier ist die Leine komplett grün. Es ist nur schlecht, wenn sie langsam gelb bzw. eben dann rot wird. Komm! Ja. Haben wir easy. Ein bisschen gelb wird sie, aber das macht nichts. Ja! Immer dagegen halten. Ja, noch eine Regenbogenforelle. Okay. War das jetzt eher eben? Hat der schon mal jemals ein Wort von sich gegeben, der Kerl? Okay, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier halt grundsätzlich immer nur Regenbogenforellen bekommen. Da ist noch ein Fisch. Wir gucken mal. Der haut ab. Komm her. Ja, geht dran. Ja. Oh, nee. Der ist wieder ab. Boomer. Du vertreibst die Fische. So. Kommt her. Ja, komm. Ah! Haben wir dich, Drecksack. Ah! Das ist ein Riesenfisch. Oh Gott, ist das ein Riesenklopper, du. Ah! Guck mal, helft doch mal, jetzt beiß den Tod. Einfach ins Wasser schießen. Komm. Ja, gleich ist er fort. Gegenlenken. Jawollo, gegen. Ich reiße mit der Leine darum. Regenbogenforelle. Lächerlich. Es bringt halt jedes Mal dick Cash, ne? Soweit wir das sehen konnten, hat das ziemlich viel Kirsch gebracht. Und das ist schon ziemlich nice. Hier vorne ist direkt eine Mission. Nice. Nicer. Guck mal da. Ultra Close hat uns dran. Hello? Is it me looking for? Ach ja, den Trailer Park, den haben wir eben befreit. Beziehungsweise, nee, nicht befreit, aber wir haben von hier diesen einen Kerl geholt. Ja. Du hast mich schon wieder gerettet, Kleiner. Die Sekte lernt dazu. Diese Drecksäcke lassen mich jeden Tag bereuen, an dem ich sie mit ihren miesen kleinen Plänen durchkommen ließ. Ich wusste, dass sowas passiert. Ha. Aber ist jetzt auch egal. Erstmal müssen wir diese Leute beschützen. Ich weiß, wie wir es der Sekte heimzahlen können. Aber um das richtig zu machen, brauchen wir meinen Todeswunsch. Boah. Das ist mein Truck. Leider steht er in einer Werkstatt, die von diesen Wichsern überrannt wurde. Geh rüber zu US Auto und hol ihn dir. US Auto. Ich passe lange auf die Leute hier auf. Wir treffen uns dort und dann knöpfen wir uns diese Arschlöcher vor. Ja gut, wir haben schon einen ziemlich edlen Truck, also... Diesen geilen Witwenmacher. Naja, was? Ich habe einen Kerl mit reichlich Kram vom Fangzentrum gesehen, der von Jacobs Leuten verfolgt wurde. Hoffentlich geht's ihm gut. Wenn du in der Gegend bist, schau mal nach, ob er verletzt wurde. Okay. Gut, dann gehen wir mal, ja, wo ist dieses Auto-Ding? Da vorne. Lass mal kurz schauen. Mittlerweile können wir uns ja doch... Oh, das ist direkt neben dem Außenposten. Ah, alles klar. Wir... Können wir uns hier überhaupt in irgendeiner Nähe... Es sieht so aus, als hätten wir schon so viel gemacht, weil wir sind hier nur durchgefahren. Guck mal, wir haben das alles gar nicht... Das hier oben haben wir. Da will ich jetzt mal hin. John's Gate. Das war John's Gate. Also ist es da oben dann der Bunker? Ist es John's Gate? Oder war das die Mine, wo sie... Nee, dieses die Goldmine war ja eigentlich für die... Wie hat er gesagt? Für die Regierung? Ja, okay, doch, das ist der Bunker. Das ist hier oben. John's Gate. Egal, dann können wir jetzt hier gleich den... Wow. Den Basejump machen. Ach, da unten ist noch eine Mission, die holen wir uns noch kurz ein.
Irgendwie sieht es hier oben gar nicht so nach Base-Jump-Material aus. Wow. Hallöchen. Mein Kumpel hat erzählt, Sherry bietet eine Belohnung für Hilfe bei der Suche nach irgendwelchem Whisky. Die hat doch einen Angelshop, nicht? Wir könnten Zeug von ihr gut gebrauchen und mit ihr verhandeln. Ja, so ein Angelshop wäre natürlich optimal. Ne, Waffen sind nicht so wichtig, aber Angeln. Ach Gott, Angeln wäre super. Warte mal, ich markiere mir das. Warte mal kurz. Jetzt ist er geliefert, ja. Dann gleiten wir dann nämlich einfach leise gleiten wir runter und rasten richtig aus. Was ist denn da? Ein Bärchen. Was hat er denn da? What is he doing in here? Boah, das wird so nice. Das wird so fucking nice, dude. Boah. Okay. Boah, ist das cool. Okay. Ich glaube, wir schaffen es nicht ganz. Wir düsen wahrscheinlich da in die Bäumchen rein. Ich versuche schon so hoch wie möglich zu zielen, dass wir da drüber kommen. Aber es könnte eng werden. Es wird ultra eng. Ey, es wird echt eng. Wir bleiben sogar fast hier schon hängen. Okay, aber ich bin halt echt ein todesmutiger, krasser Fliegerich. Deswegen habe ich das schon ziemlich drauf. Alles klar. Nichtsdestotrotz wird das hier... Glaubt ihr, wir sterben, wenn wir jetzt hier eine Wasser... Na also... Wenn wir jetzt hier einen Wasserplatscher machen. Schelm, Arsch, Schneider. In die Geschichte. Oh yeah, meins. Und eintreten. Und los geht's. Boomer, ich weiß, du steigst nicht mit ein. Alles klar. Das ist jetzt nur eine kleine Verlängerung unseres Fluges. Und zwar steigen wir gleich wieder aus. In 3... 2... 1... Ach Gott, ist das eine super Sicht von hier oben. Ja klar, wir müssen uns befreien, okay. Dann gehen wir vielleicht auf diesen Bergkamm. Das hier hinten, direkt das, was neben der Fabric ist. Da fast, wo das auf Flugzeug gelandet ist, hier. Oh Gott, ich bin echt ein knapper Junge. So. Hören Sie da wieder Ihre verkackte Musik? Aber ja klar, ne, dass wir Ihre Kackmusik hören. Habt ihr nicht gehört, dass John schon gefistet ist? Warum seid ihr noch alive überhaupt? Okay, kein Problem. Habt ihr irgendwo... Da ist noch ein Alarm. Da ist auch noch jemand. Okay. Hundi, hol dir mal den da. Ich denke, wir haben alle markiert. Beziehungsweise vielleicht ist hinten dran noch einer oder so. Wir holen... Also... Doggy holt jetzt den da. Er ist schon unterwegs, der Boomer. Und ich hol den. Sehr gut. Der sieht gut aus, sieht gut aus. Und... tot. Sehr gut. Der da hinten kommt auch auf uns zugelaufen. Das ist ein bisschen dumm, der da. Der müsste erstmal kurz weg. Da ist auch noch einer. Der muss sich jetzt umdrehen, oder sie. Das ist scheinbar eine Frau. Okay, alles klar. Der kommt doch sehr close und könnte uns sehen. What the fuck, Alter? Zieh mal ab hier, bitte. Ob der uns gerochen hat? Komm, hol dir die da und ich hol mir den. Oh, shit. Okay. So. Fick dich ins Knie, sagt der eine. Hallöchen. Da ist noch einer. Der singt mit. Der Kerl da oben singt mit. Dude, it's just a fucking gang, isn't it? Dude. Vielleicht könnt ihr mal die verkackte Musik ausmachen. Ich will echt ungern... Ha! ...einen weiteren Treffer bekommen. Okay, der Sniper guckt nicht zwingend hier hin, ne? Okay, warte. Ach, shit. Nein, nicht Alarm schlagen. Der eine rennt nach hinten, um Alarm zu schlagen. Den hole ich mir direkt. Nein.
Ne. Hast gedacht, ne? So, beide Alarmchen sind nämlich weg, mein Sohn. Ja, der Alarm wurde sabotiert. Wuhu! Ah, fuck! Ha! Abgejuckelt. Aber wir wurden entdeckt, okay, schade. Ich weiß halt nicht, ob es für uns als entdeckt zählt, wenn Boomer entdeckt wird oder wenn an sich einfach der Kollege entdeckt wird. Vielleicht wisst ihr da ja schon mehr. Ich glaube, dass es egal ist, ob der Kollege entdeckt wird oder nicht. Boah, da war sogar jemand eingesperrt, okay. Jetzt kann ich wieder die ganzen Leichen nicht haben, ihr Dödel. Dankeschön. Was? Fuck what, dude? Nein. Musik geht hier nicht. Musik ist hier verboten. Das geht hier wirklich nicht, sorry. Danke, dass du diesen Ort befreit hast. Danke, dass du hier aufgeräumt hast, der Bitte schön. Falls wir Edens Geld aus dem County vertreiben wollen, müssen unsere Fahrzeuge immer gut in Schuss sein. Diese Werkstatt wird uns dabei helfen, die Straßen von den Peggys zu befreien. Ist eine wirklich große Anlage. Du solltest mal nachsehen, ob alle vollzählig sind. Lächerlich, dass ich das nicht aufschließen kann, ne? In dem Skill hieß es, ich kann mit meinem Skill alles öffnen, was eben nicht so eine Karte braucht. So ein Türschloss-Kartending, aber das ist ja, sieht ja normal aus. Geil eben. Wir lesen nochmal kurz das hier durch. Rechnung für den Todeswunsch. Panzerplattenkugel, sicheres Glas, Not. Ah, das ist der von ihm, ne? Okay. Ja, das ist ja was Dickes einbauen lassen, ne? Der Kalisch. Der Kalisch. Warte kurz, ich kann nicht. Warte kurz. Ich will den Schlüssel haben, da, aha. Sektenbefehle, Brüder und Schwestern, da wir diese Werkstatt nun besetzt haben, müssen wir uns umgehend unserer Verteidigung zuwenden. Die eine Hälfte von uns wird unsere Konvois aufpäppeln, während die andere Hälfte mit der Arbeit am Verkünder beginnt. Dieser spezialisierte Truck wird als starke Abschreckung für all jene dienen, die sich dem Vater entgegenstellen. War das das Teil, das wir zerstört haben? Wahrscheinlich. Wenn wir eine Chance haben wollen, die Gläubigen vor dem Widerstand zu schützen, brauchen wir den Verkünder schnellstmöglich auf der Straße. Ja, ich nehme an, das war der... Kannst du mir helfen? Moment. Ich spiele aber. Verpiss dich, Hundi. Du hast John C. für uns getestet. Bin ich froh, dich zu sehen. Hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich bin Veteran. Aha. Kannst du mir helfen? Ah! Was in Kanada gewesen? Bin ich froh, dich zu sehen. Hallo? Ich brauche Hilfe. Schleichen sich in unser Land. Wir sollten das Talent hier benennen. Seid vorsichtig! Hat irgendwer den Rest meines... Ah! Ich verstehe eh nichts mehr. Was ist mit den Pisspantoffeln? Warte, bitte! Ja. Also wie gesagt, super, dass du das von der Sekte zurückerobert hast. Mein Trupp wollte die Werkstatt verteidigen, aber es waren zu viele für uns. Wir wurden erwischt und eingesperrt. Sie wollten noch entscheiden, ob sie uns zu John, Jacob oder Faith schicken. Wenn du die Gegend durchkämmen und die anderen befreien könntest, wäre ich dir echt dankbar. Kann ich machen. Ich muss einen Moment durchatmen. Aber ich kann es nicht direkt machen. Und es ist nicht ziemlich nett hier. Weil ich nämlich die verkackte Ding nicht habe, diesen Schlüssel. Aha, Karte, sehr gut. Ich brauche einen Stahlschlüssel. Schlüssel? Steht eigentlich dieser blöde Musiktruck noch? Hör ich das richtig? Ich will jetzt hier rein, sofort. In diesen einen Raum will ich rein. Hier. Der Schlüssel muss irgendwo beim Tresen sein. Tresen? I'm so fucking blind, dude. Hey, girl. Hallo. Ohne dich hätte das hässlich enden können. Ja, der ist ja alles vollgeschissen, weil du einen guten Klo hast, der passt. Läuft doch. Ist doch in Ordnung. Okay, gut. Warum ist da eine Markierung? Ist eigentlich ziemlich nett hier. Was ist die Sinn? Ach, hier ist jemand einfach drin, ne? Was, die Löffelstörpopulation? Hallo? Danke, dass dieser Ort sicher ist. Ja gut, dann hole ich halt noch die anderen. Ich dachte, die Mission ist vielleicht etwas weitläufiger, aber es ist ja wirklich direkt hier. Auf dem Ding. Holen wir mal die halt raus. Oh, Bärchen.
Fuck die! Beamer, you need to fuck him hard, Beam! Komm, wie sie vor ihm Angst haben. Sehr gut. Und der andere sackt, alles klar. Ich guck mal, was die Leiche so hat. Oh, das war Whammon. Die haben die Frau mit einem Bär eingesperrt. Hab das was ist recht grob. Das ist fucking grob, dude. Okay, jetzt haben wir hier alles erledigt. Und können ran. Obwohl uns der Safe hier fehlt, falls hier einer ist. Das ist dein Todesmaschinchen da. Der kleine Corolla. Aha. Ach, der Truck, ja. Da ist ein M60 drauf. Wir müssen ihn zurückholen, bevor die Sekte anfängt, Schweizer Käse aus allem zu machen. Aber ich fahr. Das Ding schluckt Benzin wie ich Bier. Mit etwas Glück müssen die Peggys bald nachtanken. Sieh mal bei der Golden Valley Tankstelle nach. Das ist die nächste. Okay, ich fahr. Ziemlich nett hier. Nein, du hörst nicht diese Kackmusik. Wow, was für ein krasses Ding. Hallo! Also das ist so ein Corolla, der fährt aber schnell, oder? Ach gut. Okay, nicht wirklich, nicht wirklich. Ich komme gerade so gegen den da an. Naja. Komm schon. Habt ihr schon getan? Der Beauty, bist du in der Nähe der Golden Valley Tankstelle? Ja. Steht da mein Truck? Das nee. Die Peggys wären damit nicht weit gekommen. Da ist kein Truck, aber da ist ein Ding. Oh. Boomer, schnell, du musst mich retten. Fuck. Warte, kriegt ihr das noch? Hört ihr das hin? Boomer, du bist so krass. Oh, ne, er kriegt's nicht hin, weil er weint. Boomer, du bist der Beste! Let's get the pity, steady. Let's get the pity. Ehe. Verpisst euch. Ich brauche ein Auto. Ich brauche einen Corolla. Die AK ist übrigens richtig sick, Mann. Oh mein Gott. Ihr habt mir schon ein paar Mal gesagt, ich soll ein bisschen wechseln, kartenmäßig. Kartenmäßig. Erntebefehl, der Kolossal. Ja, das wissen wir doch schon. Jawohl, komm. Jetzt mal schön so einen alten BMW hier. Oh, lecker. Ach Gott, lecker. Schöne Musik, aber ich kann leider nicht. Es tut mir richtig leid, dass ich das Ding, dass ich mir das nicht höre. Oh. Warum ist denn der jetzt da unten? Haben die den echt ins Wasser gefahren? Das wäre irgendwie schlecht. Oder ist das durchfahrbares Wasser? Sieht so aus. Ajo. Let's go! Nix da, der entkommt nicht. Wir sind nur etwas langsam, ja. Der Bimbe ist nicht schnell genug. Das ist ein Todeswunsch? What the fuck, dude? Gib mich dem. Fuck. Oh, sorry, falls das Mates waren. Ich glaube, es waren Mates. So, au. Hier, bitteschön. Ich glaube, das waren Mates. Es waren wortwörtlich Mates mal. Shit. Oh, das sieht cool aus. Ihr seid cool, gell? Ja. Naja, sowas kann ja mal passieren. Ist bestimmt nicht schlimm. Wo ist eigentlich Boomer? Nein. I just can't. Hast du meinen Truck? Ja. Dann komm zur Werkstatt. Wir jagen die gemeinsam. Ey, du hast du meinen Kack? Ich hab deinen Kack-Track. Achtung, weg. Es stehen überall unsere Leute rum. Nicht mehr die AZ-Kabazis. Ich komme, aber wie viel schnell fährt der? Ich kann nicht richtig drauf gucken. Aber es geht schon bei dem. Adelaide Dream Pimp. Und gleich sind wir die. Ah, da können wir uns einen Heli holen. Nice. So. Ich bin schon da. Ich seh dich. Oh. Ich seh dich. Auf, komm mal. Hopp. Wir müssen in den verkackten Todeswunsch rumfahren. Tritt aufs Gas, Junge. Ich schieß
Ah, du bist schon hinten drauf. Ja, nice. Diese verfickte Sekte. Wo müssen wir denn hin? Ich wusste vor allen anderen, dass die Seeds ein Haufen Unruhestifter sind. Ah, jo. Ich bin ihnen früh auf die Pelle gerückt. Und ehe ich mich versah, war ich in Schwierigkeiten, weil ich zu hart zu Edens Gate war. Ist das zu fassen? Also konnte ich mich nur noch auf das vorbereiten, was kommt. Ich habe mich eingedeckt. Essen für 10 Jahre, Luft- und Wasserfilter. Also Scheiß. Hat Monate gedauert. Ich war für alles bereit. Hättest mal sehen sollen, wie die Leute mich angesehen haben. Als wäre ich irre oder so. Tja, und wer hatte recht behalten? Merle Briggs, verdammt. Natürlich kam die Sekte und drehte mir den Hahn ab. Hab alles verloren. Hier nenne ich einen. Oh. I make me beer it, dude! Gib den mal, dass sie mich nicht anmachen. Laber nicht so viel und treff die bitte, danke. Alter, wer schreit? Oh. It's your boy! Genau, einfach umfahren! Naja. Dann baller die schön ab. Ich fahr den Scheiß um. Boah. Und haben bekämpft. Ja, wir haben es gleich geschafft. Hast du alle gekillt? Das könnt ihr vergessen. Und plupp. Erledige alle Gegner. Vor uns. Machst du down. Deine ist echt sau weit weg. Da hinten sind noch welche. Don't run away! Da ist noch einer. Oh, hoppala. There is someone. Oh, ich fahr irgendwie gegen nichts und werde voll rumgebasht. Ja, yeah, das war's. Komm, treff den. Wow! Nice. Wunsch gehört dir. Ja, dankeschön. Hier wie du kann der Sekte damit viel mehr schaden als ich, alter Sack. Grüß Dutch von mir, wenn du ihn das nächste Mal siehst, ja? Mach ich, aber was ist... Ah, okay. Wisst ihr, er will den Todeswunsch unbedingt zurück, weil das so wichtig ist für ihn und damit man voll die... Wow, voll die Leute killen kann, er. Der gehört jetzt dir, ich brauch den nicht mehr, das war's schon, ich bin zu alt. Auf einmal bin ich älter geworden während der Fahrt. Um 30 Jahre. Ridiculous, dude. This is so fucking dickless, ne? Dude. This is so dickless. Was zum Geier war das? Ah, Leute. Das ist so eine Mission. Ihr wisst schon. Wie so ein Killing Spree. Machen wir. Boom! Yeah! Spontan in Flammen auf, während er einen Stunt namens die Feuertaufe durchführte. Klatsch raste mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit dahin. Und wahrscheinlich sorgte sein Blutalkoholwert von knapp 5 Promille für die spontane Entzündung. Obwohl die Hitze von 1000 Sonnen Mensch und Maschine miteinander verschmelzen ließ, schaffte Klatsch es zu überleben. Indem er sein Fahrzeug in einen nahegelegenen Fluss lenkte. Die Augenzeugen seiner Großtat gingen zunächst von seinem Tod aus. Doch Klatsch Nixon tauchte aus dem Fluss wieder auf, wie der Phönix aus der Asche. Und damit war eine Legende geboren. Bis zum heutigen Tag hat es ihm niemand gleich tun können. Klatsch, mach ich dir easy, tut mich an. Feuertaufe. Rase durch. Oh shit. Hui, schoi, du, schoi. Mach ich dir easy. Ich bin nämlich viel besser, dieser Klötsch. Alter, wie gut ich fahren kann. Oh. Ah. Yeah. Wir werden immer kurz gelöscht. Was für ein Gym. Oh mein Gott. Das ist so cool. Aber die Mucke, fuck, nein.
Oh no, das ist doch voll die Musik und so. Schön. Ich hoffe, dass sie nicht gewurstet wird. Kann gut sein, dass diese. Na wohl, ne, es kann gar nicht sein. Also es muss nicht zwingend sein, es kann auch einfach. Ja, urheberrechtlich gewurstete Mucke sein. Wie lange kann man es in diesem Inferno aushalten? Tja, das ist halt die Frage, ne, die sich hier stellt. Aber mir als Profi stellt sich nur eine Frage. Wo ist mein verficktes Preisgeld, mein Freund? Boah! Gedriftet. Oh mein Gott, oh mein Gott! Sind wir ein Komet? Na, I'm just a comet, dude. Oh, 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 oh. Noch mehr Feuer. Ist aber schlecht. Puh! Nun lodern die Flammen so richtig. Was für ein Anblick. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Was gibt's dafür jetzt nochmal? Ich denke, wir werden wahrscheinlich in so eine Bestenliste eingetragen als natürlich Bester, klar. Ja! Fire Dip, abgeschlägt. Oh, so viel Geld und den Uncle Sam bekommen. Krasser Shit. Jetzt brauchen wir hier halt auch noch irgendwas. Ein kleines Audische da. Ah, und wir können verkaufen bestimmt die Fische, ne? Jetzt gucken wir mal, was die wert sind. 170, 100. Davon haben wir aber 3 von 5. Alles zusammen 600. Naja, es geht. Es hält sich in Grenzen. Oh. Gegenstände. Da haben wir noch nie was gekauft hier bei den Gegenständen. Die Karte der Fundstücke haben wir. Dann holen wir uns jetzt mal ein Auto. Wir könnten uns jetzt... Oh. Ich dachte kurz, da wäre eine Frau drauf. Schade. Du musst nicht bis zur Midlife-Crisis oder Rente warten, um dich hinter das Steuer dieses zeitlosen Schöne zu setzen. Die Texte sind immer ziemlich geil. Mit diesem Fahrzeug ist jeden Tag Comic-Con. Bei den Waffen müssen wir auch demnächst mal durchgehen. Da sind immer ziemlich lustige Teile am Start. Dieses Geländemonster ist einsatzbereit für jeden Kriegsschauplatz. Okay, geht. Diese leistungsstarke, maßgeschneiderte Truck eignet sich für Beruf und Freizeit und Krieg. Der wäre natürlich richtig lecker, aber ich will jetzt auch nichts kaufen. Wir haben nicht so viel Cash, dass wir da was kaufen können. Schnapp dir deinen Liebsten für Zeit für den jährlichen Ausflug. Ja, so sieht es aus. Ein importiertes Auto, das soll man... Na, wo ist unser Auto, das kostenlos ist? Hier. Die Räder sind für den Asphalt, das Innere lässt keinen kalt. Oh! Und das hier? In diesem, ja, okay, das war klar, dass da nur irgendein Schotter dabei steht. Den nehmen wir jetzt, aber ich hoffe, der brennt jetzt nicht weiterhin, wenn wir das Teil haben. Bitte nicht. Achso, Jan, wo gehen wir hin? Das ist immer noch die einzige Hauptmission, beziehungsweise das ist jetzt die letzte Hauptmission, die wir haben. Jag sie doch, zerstöre die Silos. Das könnten wir machen, aber da ist, glaube ich, dann ein Flugzeug besser. Was ist das? Zerstöre John's Trucks im Osten, John's Trucks im Westen und im Norden. Die haben sicherlich auch keine... Ah doch, die haben Punkte. Ja, nice! Let's go, bruh! Ich wollte hupen auf eh. Ich bin so retarded. Und wir fahren über den Berg. Mit dem Liberator. Alter, der ist so krass. Weiter. Zieh hoch. Oh je. Und jetzt machen wir gleich eine nette Talfahrt. Oh, fuck. Talfahrt beginnt. Oh, shit. Oh, komm schon. Man kann ja auch Autos hochheben. Alter. Guck mal, was geht mit dir ab? Wie der gerade gegurgelt hat. Wir bräuchten ja eigentlich auch ein schießendes Auto für diese Mission. Da müssen wir dann demnächst noch aufrüsten. Ihr habt recht. Müssen wir doch ein bisschen Geld reinhängen. Ah. Was ist das da vorne? Ah, toll. Ist einfach jemand gestorben. Hallo. Und, Haiduk? Oh, nee. Au. Beamerchen, hol dir den mal. Danke. So, was haben die denn hier? Oh, perfekt. Perfekt, ein Auto. Alter, das passt doch gerade. Nein. So, wir kommen. Komm schon. Nein. Boah!
Oh, der ist mir gar nicht fürs Gelände gemacht. Der ist so am Rutschen. Komm. Gib Gas. Okay, wartet, wir nehmen schon mal... Ich stelle schon was her. Geht nicht mehr, schade. Okay. Annäherungsmine wäre eigentlich besser, ne? Da fällt er schon rein. Hallo. Bitteschön. Ich fahre nicht gescheit. Ich will die ganze Zeit rückwärts fahren. Fahrhilfe an, lächerlich. Fahrhilfe aus. Bitte. Das Ding fährt dann einfach irgendwo hin alleine. Das ist doch so bescheuert. So. Ich habe fast keine Muni mehr für die Uzi. Wo ist denn der andere? 400 Meter von uns entfernt. Okay. Oh shit, oh shit. Wir gehen da lang. Ha! Ja. Jetzt klappt's, jetzt klappt's. Wow, nein! Warum fährst du in die gleiche Richtung, du Lurch? Okay. Das ist noch dieser eine Truck. Und... Den rase ich jetzt einfach um. Wie Raketen. Oh. Wow. Das war wirklich Raketen-like, ne? Oh. Okay, hat, glaube ich, mittelmäßig geklappt, ne? Ne, nicht wirklich. Dreh dich doch mal um. Sag mal, dahin bitte. Ey, ich verbrauche gerade alles, was wir haben. Okay, Moment, Moment, Moment. Wow! Was war das für ein Sprung? Wie das aussah. Oh mein Gott. Gut, davon haben wir noch welche. Da kann man nichts herstellen. Das haben wir ja fast noch gar nicht benutzt, ne? Köder und die ganzen Schotter. Was ist das? Rohrbombe. Ja, nice. Ich nehme aber das hier. Okay, der letzte Truck ist da hinten. Bei dem raschen wir jetzt noch aus. Ja, aber nicht durchs Wasser fahren. Moment, Moment, Moment. Ich markiere mir den. Auf die Map möchte ich bitte. Wo ist er denn? Da. Haben wir da irgendeinen Beampunkt? Wir können uns hier schon mal ein Stück teleportieren. Das machen wir. Dann gucken wir kurz, ob der schon weiter weggefahren ist. Bei Spielen wie Skyrim oder so läuft das ja einfach weiter. Dann ist der Mensch oder das Teil, das man sucht, hat dementsprechend weitergelaufen. Hier vielleicht nicht. Naja, ich weiß. Jawohl, ist sogar näher gekommen. Sehr schön. Markiert. Habt ihr irgendwie... jetzt muss ich hier so ein Gammelauto nehmen. Nee, keine Musik. Mach die Musik aus. Bei uns auch im Auto. Ultrabeschallung. Oh. Wäre auch gut gewesen. Warum? Der bremst von alleine. Also ich hätte doch gerne... Das ist echt eine recht große Kritik von mir an das Spiel. Oh. Warum ist diese Fahrhilfe oder wie auch immer scheinbar immer so ein bisschen aktiv? Wenn ich nach hinten gucke, dann fährt er automatisch auf die richtige Spur und hält auch die Spur, was gar nicht so übel ist, aber er bremst manchmal von alleine ab und hält einfach nicht... Wenn ich so ungefähr nach hinten gucke, dann rastet er ja schon aus und denkt, der muss irgendwie regulieren. Das finde ich nicht so gut. Ah, ist natürlich ein riesiges Ding. Ah, sehr, sehr klug. Sehr, sehr klug. Etwas oder ähnlich schnell zu sein wie die Bombe oder etwas schneller und sie einzuholen, aber Boomer macht das schon. Boomer, komm her. Komm her. Boomer, komm. Auf. Boah, wir paced. Aber eins haben wir auch schon. Auf, Bümchen, komm. Na also. Dankeschön, dass du mir die Eier beißt. Oh, wir machen. Oh, danke, Boomer. Bis Gibri. Ah, shit. Mann, wir brauchen noch ein Auto. Das haben wir zum Glück auch schon befreit. Hier ist bestimmt irgendwo ein Auto. Habt ihr ein Auto? Hört auf, Musik zu hören. Sorry. Habt ihr kein. Was, da ist eine Mücke? Die haben kein Auto. Oh mein Gott. Die fahren mir doch weg. Ich brauch schnell ein Auto. Das ist doch jetzt ein Scherz. Kann ja nicht bitte jemand fahren? Das fahren doch ständig Leute hier rum. Kann ich jemanden rufen? Der mir ein Auto bringt? Ich wüsste nicht, wer ein Auto dabei hat. Sie hat einen Helikopter dabei. Eher ein Flugzeug, mit dem man hier nicht landen kann.
Wo macht jetzt mittlerweile 23 Kills, sehr schön. Aufkommen, wenn wir da oben sind, muss das an irgendein scheiß Auto sein. Ich will auch nur noch schnell diese Mission fertig machen, heide nein. This is so typical, typical. Okay. Dann hat sich das jetzt erledigt, Boomer, tut mir leid. So. Schatz, hör auf, ich bin am Funkgerät. Sorry, ich bin gleich da. Ich muss noch meine Höschen finden. Ja, du bist im Heli, das sehe ich doch von hier. Es sieht übrigens nicht gesund aus, was da oben bei dir abgeht in deinem Rotor. Jetzt sieht es normal aus. Schnell, wow. Nicht in den Mast rein, in die Stromleitungen. Hier. Ich mach das. Ja, go. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt. Na also. Boah, da zieht sie runter. Okay, ich setze jetzt zur Landung an. Alter, mach doch mal, nein! Kannst du jetzt mal runter, bitte? Ey, es ist so lächerlich. Eigentlich wäre die verfickte Mission schon längst zu Ende, aber nein! Hier muss jetzt ausnahmsweise mal keiner fahren, obwohl immer 8 Kilo Autos hier unterwegs sind. Da vorne liegt jemand rum. Nee. Hat einen sicheren Ort zur Landung gefunden. Na, dann mach doch auch jetzt eine verkackte Landung! Okay. Bin hinter dir. Ist mir jetzt egal, wartet. Komm her, da. Sicher doch. Ich hake mich jetzt bei dir ein, du behinderte Snitch. Oder bist du jetzt cool? So, sie macht's nicht. Ich hasse sie. Ich steige jetzt halt ein und lot sie zu dem verkackten letzten Truck. Ich scheiß mir gleich vor Wut in die Hose, ey. So, da drüben okay. Hin. Go. Auf! Das ist echt Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ja, mach. Die fahren uns einfach hier davon. Ich hätte schon seit 5 Minuten die verkackte Folge hier fertig, aber nein. Gerne. Ja. Manchmal ist das Spiel einfach gegen mich. Es ist einfach gegen mich. Das war etwas aufregender, als ich mir vorgestellt habe. Ach, laber nicht. Nichts ist aufregend. Du bist einfach nur behindert, Fräulein. Du landest jetzt aber nicht. Weh, du landest jetzt. Du sollst ran. Warte mal. Gib erstmal Gas. Heidenei. Was macht denn die jetzt? Gott, das will ich, hab so Hunger, will endlich was essen und die Truller fliegt gegen den Baum. Okay. Da, greif den an. Greif den Auto an. Gleich schießen sie sogar zurück. Ich kann nichts anderes nehmen. Ich kann nichts machen. Auf jetzt, schieß. Gottes Willen, das dürfte nicht der Fall sein, dass die da irgendwie jahrzehntelang rumkackt in dem Teil. Alles klar, sie macht gar nichts. Sie macht nichts. Nichts, der Teufel. Ja, hat einfach deine verschissene Gosch und mach irgendwas. So, stopp. Ah. So, ist er jetzt down? Sag dem Teufel, dass ich dich geschickt habe. Das ist so eine... Ihr Schmierpimmel, das ist so eine Behinderte, wirklich. Jetzt habe ich immer noch kein Auto. Man kriegt den Scheiß nicht fertig. Die zerstören einfach alles. Wartet mal. Ja, den Truck lassen sie stehen. Sehr gut. Du behinderte Kacknuss. Lass mich bloß in Ruhe. Ich muss jetzt den Scheiß da holen. Auf. Oh, jetzt ist noch jemand gestorben. Nö. Das ist so lächerlich, ey. Wie lange versuche ich jetzt hier diesen verkackten letzten Truck zu fisten? Auf! Arschmaden. Schmierpimmel und Arschmaden. Ha. Jetzt ist auf einmal die Kavallerie da und es sind 8 Millionen Autos da, wo ich ein verficktes Auto habe. Ja, nice! So. Alles klar, Leute. Schön gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.